Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pioneers of Pagonia. So, wir haben in der letzten Folge mal so ein bisschen hier aufgeräumt, waren so als Putztruppe unterwegs und haben ein paar Diebe, sind wir da losgeworden und so ein paar Schemen sind wir losgeworden. Ein paar Schemen sind noch übrig geblieben, aber so im Großen und Ganzen waren wir ganz erfolgreich. Ja, das ist Profis, ne? Die schaffen sowas. Aber wir haben halt immer noch ein bisschen den ein oder anderen Ärger hier rum existieren und da müssen wir uns halt damit auch noch beschäftigen und das wird noch uns wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigen, der ein oder andere. Oh. Ja, doch, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Gut. Naja. Aber wir packen das. Da bin ich ganz gute Hoffnung, dass wir das jetzt so langsam, aber sicher hier gedreht bekommen. Ja, ich entsinne mich noch, als ich hier mit diesen Werwölfen zu tun hatte und da so ein bisschen verzweifelt war und da den zweiten Anlauf brauchte. Aber der zweite Anlauf, der hat's wohl, so wie die Dinge im Augenblick liegen, hat's der gebracht. Manchmal ist es nicht verkehrt, ein oder vielleicht auch zwei Schritte zurückzugehen, um dann aber so richtig Heikepin vorzupreschen. Prost. Ah, Kaffee tut Not. Und wie sieht's denn hier überhaupt aus? Wir haben hier, Moment mal, mit allen Fraktionen anfreunden, deren zwei wir hier haben. Verbessere deinen Ruf bei allen pagonischen Fraktionen auf der Insel zu Freund oder höher. Verbessere deinen Ruf, indem du ihnen hilfst und ihre Aufgaben erfüllst. Wie sieht's denn da aus? Wir sind bei 65%, das heißt, wir haben Vertraut erreicht. Das ist schon mal cool. Ja. Das ist auch so ein Zwischenstand, der jetzt da gemacht wurde. Das gab es, glaube ich, vorher so nicht. Da gab es nur neutral oder Freund. Und dann gab es irgendwie noch eine Stufe, gab es dann noch weiter. Irgendwie dann Verbündeter, das war's dann. Und jetzt hat man, glaube ich, ab 50% ist man dann mit denjenigen vertraut. Und danach halt alles weitere. Ne? Nächste Fraktionsruf bei 100% Freund, mehr Handelsangebote, Chancen auf Geschenkangebote und geteilte Weltsicht. Ach, geteilte Weltsicht nicht bei Verbündeten gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Egal. So, wir sollen auf jeden Fall das Leuchtfeuer fertigstellen. Da hat sich noch nichts getan. Da brauchen wir, ich denke mal, Holz. Ne? Leuchtfeuer macht irgendwie Holz Sinn. Sichere das Leuchtfeuer und schließe seinen Bau ab. Wir haben von diesem Ort gehört, waren aber nie in der Lage, ihn zu sichern. Kannst du uns helfen, ihn zu finden und wieder aufzubauen? Ach klar, mache ich doch mit nichts. Suche das Leuchtfeuer und nimm das Gebiet ein, um den Bau fertigzustellen. Du musst den Weg selber finden. Alles muss man selber machen. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, ja. Ich weiß auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Ja. Ja, was will ich machen? Okay. Was war noch? Moment, Augenblick. Achso, ich wollte gucken, Belohnung plus 80%, einmaliger Abschluss. Achso, Freundesgeschichte, genau. Ist auf einmal 55 oder erstmal bei 65, was ist nun los? Die Glücksschmiede. Okay. Ach, lagere Silbermünzen. Da sind wir bei 5. Oh, Moment mal, das sehe ich jetzt erst. Okay, wir müssen Silbermünzen lagern. Dazu muss ich erstmal Silbermünzen herstellen. Ich habe eine Münzprägerei, da bin ich mir relativ sicher. Da ist die Schatzkammer. Da haben wir die Geschichte mit den Münzen. Die Schatzkammer ist aber voll. Ja, da geht nichts mehr. Genau, jeweils 16 an der Zahl von den netten Schatzkisten. Die haben wir ja. Ja, ich meine. Wer hat? Ich fühle mich so ein bisschen wie Dagobert Duck. Ich möchte ein Münzbad nehmen in Kupfermünzen. Mein erster selbstverdienter Taler. So. Jetzt zähle ich hier. Wir brauchen Silber. Wir haben aber kein Silber. Da geht nichts mehr. Ich würde dann mal versuchen, hier mit Silber irgendwie weiterzumachen. Kohle haben wir, aber kein Silber.
Ich habe aber da irgendwo Silber entdeckt. Oh, der Entdeckerposten, der ist hier mit seiner Reichweite am Ende. Dann würde ich sagen, tschüss. Dann nichtsdestotrotz macht es Sinn, irgendwie noch einen weiteren Entdeckerposten zu bauen. Ich meine, wir haben ja hier noch so ein bisschen Nebel im Getriebe oder so. Hä? Ich bin, ja, einfach ignorieren. Hier haben wir Kohleabbau, hier haben wir... Sind das überhaupt unsere Leute? Sicherheit nicht. Ich bin wieder im falschen Film. Wie immer. Hier hätten wir Möglichkeiten. Kalkstein, war das hier sonst so? Wachturm. Mit Waldläufern. Die brauche ich, weil es hier Schemen gibt. Ach, ich habe da noch 10 Waldläufer hier in einem Wachturm rum existieren. Oh, okay, da habe ich die Veteranwachen. Da müsste ich mal dringend nachlegen. Was ist hier los? Ja, Moment. Ich habe das alles hier mit die Leute hier laufen lassen. Die sind aber wieder komplett, sehe ich auch gerade. Das macht auch Sinn, weil die sind ziemlich nah dran. Die sind näher dran als die. Ja. Moment. Ja. Ich bin da jetzt im Augenblick so ein bisschen an... Ich mache mal Folgendes. Auch wenn die anderen da etwas näher dran sind. Was soll der Geiz, ne? Ich habe die Leute... Achso, nee, Moment. Das wäre jetzt verkehrt, die zu nehmen. Hier. Dann sollen die sich da auch mal so ein bisschen um die netten Schemen da kümmern. Einmal die und einmal die, wobei ich glaube, ich brauche nicht einmal alle, könnte ich mir vorstellen. Ist wieder großkotzig. Es könnte sich jetzt hier mit den Schemen da relativ schnell erledigt haben, falls hier nicht noch mehr rum existieren, das weiß ich nicht. Aber das nächste wird dann sein, dass wir uns dann hier verstärken, ne, um den Ausbau hier der Grenze zu kümmern. Da muss ich noch ganz kurz gucken, wie ich das am besten und schlechtesten irgendwie hinkriege. So, Leute, wo bleibt ihr? Ah, da kommen sie angewitzt. Da kommen sie angewitzt. Und da haben wir einen Schemen. Der kommt auch schon angejubelt. Der soll sich mal nicht so früh freuen. Nicht so ganz ohne der Kollege. Wie sieht's hier aus? Der ist Geschichte. Weitere Schemen existieren hier nicht. Der macht Ärger. Aber nicht mehr. Nicht mehr. Das hat sich erledigt mit diesem Schemen. So, wie sieht's hier weiter aus? Schemtechnisch. Hier sehe ich nichts, weil unbekannt. Okay, folgendes. Das war... Genau. Das... Dieser Wachturm und... Das war der andere Wachturm. Und es sind schon wieder irgendwelche Diebe, die hier ins Innere unseres Dorfes vordringen. Ich habe zwei Waffenschmieden, die nichts mit zu tun haben. Ja... Moment. Bevor ich jetzt hier einen blinden Aktionismus ausarte. Werkzeugschmiede? Nein. Wie sieht es hier mit der Rüstungsschmiede aus? Da habe ich 16. Da habe ich 6 fertig. Ein 7. ist im Bau. Oder in Produktion vielmehr. Okay. Wie sieht es hier mit aus? Sehr gut, würde ich mal sagen. Kettenrüstungen. Dann würde ich mal vielleicht Veteranwachten oder... Weißt du was?
Ich nehme mal 10 von den Kollegen hier. Mit denen sollte ich jetzt hinreichen, in den allermeisten Fällen. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie gehe ich jetzt weiter vor? Mit dem Bau von Wachtürmen. Und genau, die Geschichte mit dem Entdeckerposten, das war ja der eigentliche Auslöser der ganzen Geschichte. Was ich dann dachte, irgendwie, Schemen wäre auch nicht verkehrt, die mal loszuwerden. Okay, ich sehe schon. Das mit den Wegen ist wieder so eine Sache. Folgendes. Ich mache mir da jetzt überhaupt keinen Stress. Ich mache mir da jetzt sowas von überhaupt keinen Stress. Wir ziehen das Ganze mal komplett anders auf. Holzfällerhütte. Die kommt mal hier kommt mal so gepflegt. Nee, so nicht. Hier kommt mal so gepflegt eine Holzfällerhütte hin. Vielleicht auch 2. Wäre vielleicht sogar noch besser. Hier eine und meinetwegen da noch eine. So, die werden hier connected. Okay. Der eine oder die einen Leute, verkehrte Abteilung, die muss ich gucken. Na, was denn jetzt? Unglaublich. Man sich hier schwerpunktmäßig um dieses Gebiet, die anderen Kollegen schwerpunktmäßig um jenes Gebiet. Dann brauche ich eventuell Lager, das lasse ich aber erstmal noch offen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Moment, Holzbearbeitung, bla bla bla. Hier noch so ein Sägewerk so locker flockig hinzusetzen. Damit dann noch ein Weg dazwischen passt, würde ich das Sägewerk dann ganz gerne hier so platzieren. So, Wege ist das andere Thema. Muss ich jetzt hier irgendwie angedockt bekommen. Das klappt wunderbar. So, dann sollte hier erstmal alles, was hier so am Holz im Wege ist, erstmal wegrupfen. Und dann gucken wir weiter. Holz war auch noch das andere Thema. Ich entsinne mich, ich hatte da so ein bisschen Probleme. In der Nähe unseres Dorfes oder so, ne, so zentral gelegen, haben wir ja hier diese Geschichte. Oder jene Geschichte. Oder wo war das jetzt? Hilfe! Ich bin wieder falsch. Moment, hier ist mein Dorf. Da hätte ich hier irgendwo noch einen Entdeckerposten, der nicht mehr benötigt wird. Den reiße ich dann auch direkt schon mal ein. So. Hier muss es gewesen sein. Genau. Die Geschichte mit dem Kollegen hier. Problem ist, die sind alle voll. Toll. Ja, gut, dann lassen wir das erstmal so. Warte mal, Holzwerkstatt. Ich sehe hier Spitzhacken, sehe ich. Moment mal, es wird nicht Holzwerkstatt, da komme ich nicht weit mit. Jagdbögen, guck mal, mal so 5 Stück, dann habe ich da 10. Angeln, wo habe ich die Angeln da? Die habe ich noch gar nicht gebraucht, ich gehe aber trotzdem hier mal auf 10. Einfach damit der Kollege da was zu tun hat. Wie sieht es mit den Teilen aus? Da habe ich gar nichts mehr von denen. Da machst du mal so 20. Einfach mal so ein Spaß. Getriebe, beziehungsweise, was ist das? Da habe ich 11. Da gehst du mal auf 15. So, hölzernes Zahnrad, das war das Stichwort. Und hier machst du jeweils 10 von. Fertig ab. So, dann ist der beschäftigt, dann braucht er etwas Holz. Es greifen schon wieder Diebe an, diesmal in diesem Bereich. Die Rüstungsschmiede. Moment.
Da habe ich 9 von. Dann würde ich da auf 7 gehen. Ja, dann müssen wir auf 16 kommen. Wie sieht es mit der Werkzeugschmiede aus? Werkzeug. Irgendwo hatte ich da was gesehen, was nicht mehr Spitzhacken war. Relativ wenig. Du machst mal so locker flockig 10 Spitzhacken. Dann kannst du noch 2 Schaufeln produzieren. Einen Hammer, da haben wir da 15. Äxte sehe ich 4. Moment. Dann würde ich sagen, dann sind wir da auch auf 10. Sicheln sehe ich 2. Ja, mach mal 3 Sicheln, also mehr als 5 braucht man auf keinen Fall. Sägen, damit wir da eine schöne runde Zahl haben. Mein innerer Monk ist da gerade am rebellieren, gehen wir mal auf 10. Zangen, ja gut, dann machen wir noch 4 Zangen. 4 Zangen, was ist das? So, das habe ich gerade in Auftrag gegeben. Ach, das sind ja, was? Ach, Jagdbögen. Die werde ich hier nicht finden. War das hier mit dem Messer? Messer. Hier keine Messer. Ach da, 5. Kann so bleiben. Dann habe ich noch Meißel. Habe ich auch 5. Kann auch so bleiben. Ja, sieht ganz gut aus. Wir haben noch 5 Rucksäcke. Die werden hier eh nicht produziert. Holzwerkstatt. Jagdbögen, wo waren die da? Da machst du mal so 4 Stück von, dann sind wir da auch auf 10. Und dann gucken wir weiter. So, Holzspeer, Eisenlanzen, Silberdegen, Eisenschwert, Fackeln. Okay. Verstärkte Rüstung habe ich keine, die brauchte ich aber bis jetzt irgendwie auch nicht. Die ist einfach so. Alles andere war mal hier vor. Achso, ich habe noch gar keine Fischerhütte oder dergleichen. Ne? Das habe ich noch gar nicht gebaut. Gut, brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Aber ich sehe hier Fische existieren. Kriege ich da so locker flockig eine Fischerhütte in der Nähe hingesetzt? Windmühle ist nicht richtig. Bäckerei ist auch nicht richtig. Jagdhütte, da Fischerhütte. Aber so was von. Warte. Nahezu perfekt. Moment. Weg. So. Und die können dann hier so auf Fischfang gehen. Was ich noch nicht gemacht habe, da war doch auch irgendwas von wegen mit hätte ich nicht noch irgendwelche Märkte bauen sollen? Oder wie war das? Oder hat sich das erledigt? Aus Gründen. Doch, hier, Marktplätze bauen. Genau, ich habe 7 und ich brauche 16. Aus irgendwelchen Gründen. Wollen sie haben. Heißt, mir fehlen dann noch 9. Wenn ich hier. Ach so, Moment, bitte mal. Die Marktstellen, die müssen aber in der Nähe von einer Taverne sein. Ja, geht das nicht wie bei den Wohnhäusern, was da ja ganz locker flockig geht, dass man sagen kann, ne, ja, so hier, hier kann ich irgendwo hinsetzen. Ich war gut, ich hätte jetzt hier noch Platz. Marktstände. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass da jetzt mal irgendwie so was in dieser Richtung passieren könnte. Moment, ich mache das mal anders. Ich drehe das Ganze mal. Entschuldigen Sie. Genau, und hier der Marktbrunnen. Ach ja, der Marktbrunnen zählt ja auch noch. Ich glaube, der ist sogar noch wichtiger als die Taverne. Irgendwie so war das so. Du wirst von Dieben angegriffen. Moment. Okay. Da unten. Wo kommen diese
Säcke her. Warte mal. Ich mach, weil ich hier des Öfteren Probleme in diesem Bereich habe, mach ich mal Folgendes. Nein, ja, ich setze hier mal, wenn das geht, den Wachturm hin. So. Und der soll dann Waldläufer beherbergen. Weil die sind in der Lage, halt die Diebe zu enttarnen. So. Ich setze hier mal so 10 Waldläufer rein. Alles andere nicht. Na gut, das kann ich mir eigentlich sparen, aber egal, ich mach's einfach mal. So. Und dann sollen die hier so rumpatrouillieren. Wo ist der Plan? Oder da so. Ist egal, gucken wir mal. Ja, Aufgaben für die nächste Folge auf jeden Fall. Da werde ich mich da mal so ein bisschen drum kümmern, ob ein bisschen mehr Frieden reinkommt, in der Hoffnung, dass das klappt. Und alles Weitere, ja, wir haben noch genügend zu tun, ne? mit den Märkten und so weiter und so fort. Gebietserweiterung, und hast du nicht gesehen. Und die letzte Dieben, die, also das wäre der Beste, also wäre noch besser als diese Geschichte hier. Noch besser wäre es natürlich, die ausfindig zu machen und endgültig loszuwerden. Ich weiß nicht, wo die stecken. Gut, wird sich alles finden, hoffe ich. Aber dann halt ab der nächsten Folge. Ich danke für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Ich danke für deine Unterstützung und dein Dabeisein. Vielen, vielen lieben Dank. Und macht es gut, genießt die Zeit.